Ja, willkommen, mein Name ist Daniel B. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Oh mein Gott, das Licht, das zieht mich. Ah! In der letzten Folge haben wir nicht viel gemacht. Wir haben einen Supermutanten namens Erickson getroffen, der seine Hunde trainiert. Ja. Ja, meine wird abbekommen. Wir haben sonst nichts. Vagule, Myalox, nee, nicht Myalox, doch Myalox auch erledigt und jetzt machen wir uns auf zu dieser Höhle und dieses Licht, ne? Meine Güte. Ich muss auf es zulaufen. Zu dem Licht. Aus dem Weg. Bäume. Ich hasse Bäume. Ah, wo bin ich hier? Wo hat mich das Licht hingeführt? Das ist ein Geschützturm. Oh Gott. Das Licht, das hat mich verraten. Endlich mal wieder Schusswaffen. Und wo ist hier Kitter Edge Pass? Was ist hier? Haben wir jetzt einen auf Skyrim mit diesen Höhlen oder was? Alter, Lichter zieht voll die Dingens runter, die Leistung, sag ich mal. Also wer auch immer hier was beschützen wollte, hat einen sehr schlechten Job gemacht. Einfach nur einen Geschützturm hier aufstellen und so, ne? Dann gehen wir mal da rein. Kitter Edge Pass. Jetzt gehe ich schon Skyrim Feelings mit diesen Schächten. Okay. Was haben wir denn hier? Ghule? Warum schon wieder Ghule? Diese Fallensteller. Hab ich bis jetzt überhaupt einen lebenden Fallensteller getroffen? Alle Fallensteller, die ich treffe, sind irgendwie tot, habe ich das Gefühl. Der macht derbe Schaden. Und hat derbe viel Erfahrung gegeben. Okay. Hey. Ma, falscher. Let's Play ist hier so ein halbes Skyrim-Let's Play, weil ich hier nur mit dem Schwert rumlaufe, habe ich das Gefühl. War schon wieder der falsche. Aua, was hast du denn gemacht? Hab ich gepiekst oder wie? Fallenstall, ihr habt's echt drauf. Au! Au! Kann man jemand auf den Longfellow hier losgehen? Irgendwas muss ja doch gut sein. Ein, von einem übergezogen. Oh, einmal kurz hochhalten, was ist das denn da? Man sollte sich so, nicht so gut sein für Dinge, die man vielleicht noch braucht. Nee. Nee. Was hat schon hier? Ein Bonsai-Baum. Ja, geht's noch weiter, sehr gut. Mein Gott, wer macht denn so was? Gasmaske gibt die mir auch. Sehr doof irgendwie. Strahlenresistenz, okay. Aber wofür? Man kann Strahlenresistenz, ich bin einfach nur ich.
echt komische, wie nennt man das, Vorstellung von diesen Fallenstellern, die ich bis jetzt habe. Die tut mich irgendwie nicht beeindrucken. Kanone, ach, habe ich schon. Das ist einfach nur widerlich. Was denn? Tote? Die sieht man doch überall. Das wär's. Also wenn es nicht gerade das Spiel wäre hier, ne? Dann klingt das doch schon ein bisschen doof. Tote, die gibt's doch überall in diesem Spiel. Ich weiß, du meinst, das ist irgendwie wie Schildkröten in Super Mario. Ja, natürlich sind hier überall Tote. Jetzt gäbe es nicht was anderes. Hallo, wo kommt ihr denn alle her? Ich treffe gar keinen. Geil. Hätte so viel Schaden machen können. Ja, bist jetzt arm dran. Der ab. Ha, jetzt bist du arm dran. Ab vor Arm. Die Hand. Was? Schreck mich nicht so. Glück, Kampfflinte. Habe ich nicht so eine schon? Ich weiß es nicht. Nehmen wir mal mit. Unterhebelgewehr. Jetzt habe ich wieder Platz. Jetzt kann ich damit nehmen. Was sieht wohl auch doppelt so viel Schaden wie normal. Super. Was? Ich dachte, hier werden irgendwo so ein Tunnel. Okay. Ich habe irgendwie, hier werden so ein Tunnel rausgeschwommen oder so. Wie zum. Also lagen die ganze Zeit da unter Wasser. Sind voll ertrunken. Ist jetzt erst wieder aufgestanden, nachdem ich da war, oder was? Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, hier haben wir alles. Die Insel! Komm. Zeig mir, was Fahrhaber noch zu bieten hat. Wenn ich irgendwann diese Fallentreffergruppe, Fallenstellergruppe treffe, ne? Oh, geheim. Dann werde ich die wahrscheinlich nur ausladen. So, ihr seid doch die, die ich überall tot auffinde. Gegen Ghule. Ghule. Seht ihr das Schwert? Damit töte ich meine Ghule. Dieser Zahnstocher, der sorgt dafür, dass alle Ghule sterben, die ich begegne. Mehr nicht. Oder ich tue Bowlingkugel auf die, eine Bowlingkugel auf die feuern. Ich will das mal gegen einen Menschen machen. Keine Ahnung, irgendwie Bowlingkugel gegen die Köpfe von Ghule zu werfen. Du mich irgendwie voll amüsieren. Ich weiß auch nicht, wieso da irgendwie so weit, ich weiß nicht. Ja, potenziell meine absolute Lieblingswaffe in diesem Spiel zu werden, deswegen. Ja, ich laufe hier vollkommen verkehrt. Ach, weiß ja wie in Skyrim, ne? Immer die Berge einfach hochspringen. So kommt man überall hin. So. Plündern der Fallensteller. seid ihr putzig. Aber es sind viele. Ja, schon mal weg. So. Ich sehe den gar nicht. Ist er da drin irgendwo?
Er ist da drin. Hier ist jemand oder etwas. Ich glaube, du siehst mich, ist klar. Was? Wie willst du das denn erzählen? Ich sehe das Ding noch nicht mal. Boah, ich sehe echt gar nichts. Getroffen, okay. Ah, noch einer weg. Boah, ich sehe nichts wegen dem blöden Nebel. Kann er mal weggehen? Warum ist das nicht ein Nachtsicht-Ding, was ich hab? Hoffentlich erstickst du an deinem eigenen Blut, Drecksack. Du stehst ja schon wieder an dem Ort. Alter. Muss ich erstmal eine Bowlingkugel hin. Ausholen. Dann komme ich eben da runter. Das Ding ist echt kacke, ja. Duell. Freddie Mercury. Ersten Blick sah der irgendwie so aus. Was geht, na? Oh Gott. Es geht. Uff. Glaube ich gar nicht nötig, aber egal. So macht man geile Schleichangriffe. Ah! Alter, das hat viel Schaden gemacht. Ich habe für alles nur so 200 Schuss, außer hierfür. Ja, damit nehme ich. Es geht, na? Stehst du auf Schwerter? Ich schon, boff! Zu dir da oben komme ich auch noch. Boff! Hier geht nicht so ein bisschen der Bart. Nur so ein ganz kleines bisschen. Sieht aus wie Freddie Mercury. Aber irgendwie nicht. Upf. Ich habe Mercury geköpft. Ja. Strahlungsschaden. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt was bei Gegnern bringt. Ich sehe ja den Strahlungsschaden von denen nicht. Erstmal hier pennen gehen. Diese Basis für mich beanspruchen. Also ganz normaler Alltag im Ödland. Ja. Da kann man rein. Au, oh, was? Diese Blöden. Hier noch mehr. Entschärfen kann. Hier zum Beispiel, das ist schon entschärft, was?
besser schnell mal ein wenig Deckung. Was? Was habe ich denn gemacht? Hey. Red, hast du kurz mal Zeit? Ja, aber natürlich. Ja, wir können reden. Schau, ich weiß, dass ich nicht der angenehmste Zeitgenosse in Fahrhaber bin. Umgangsform, naja, war noch nie meine Stärke. Die Sache ist die... Weil schon mit wem du hier reist, ne? Fahrhaber sind keinen Pfifferling wert. Sie verstecken sich hinter ihrer Mauer, zu feige für ihr Zuhause zu kämpfen. Ich kann niemanden mögen, den ich nicht mal respektiere und... das bringt mich zu dir. Du willst also sagen, dass du mich respektierst? Ich werde jetzt nicht rührselig, keine Angst. Ich sag nur, dass es gut ist, mal jemanden zu treffen, der auf sich selber aufpassen kann. Verdammt, mir standen mein ganzes Leben lang nur wenige Leute nahe und noch weniger waren Freunde. Aber wer weiß, wenn wir lange genug zusammenhalten, Captain, dann könntest du vielleicht mein Nächster werden. Das klingt super. Gut genug gekuschelt. Du führst, ich folge. Scheint bisher ja gut zu klappen. Ja. Hey. Noch irgendwas? Okay. Hallo. Hey, Captain. Was geht's? Okay. Okay, wie ist der Ort nochmal? Höhle von Pinecrest. Dann komm. Zeig. Ja, überall Fallen hier. Wo sind hier wieder gut die Fallenstelle abgeschlachtet haben. Ja, ich dachte, da wäre eine Falle. Menno. Okay. Da rein. Okay. Da. Immer nur noch über 100. Noch nie unter 100 gegangen, seit ich über 100 geknackt habe. Nein. Da sind mir ein bisschen zu viele. Oh mein Gott. Au, was? Don't do this. Mark 1, muss mich. Dun dun dun. Teufel. Mit einem Schlag? Jawohl. Voll er mutieren konnte. Ausgezeichnet. Sag doch, Fallensteller. Ich habe genug Energiezellen und ich weiß auch, wie man sie benutzt. Puff, puff, puff. Wir wärmen uns gerade erst auf. Er hat recht. Okay. Ich seh's. Willst du? Jetzt wird dir klar, was für ein Fall ist. Oh Gott. Es geht. Und wieder meine Imba. Ja, den heute noch kaputt kriegen, also. Gut. Und dann habe ich gerade schon mal zu essen gemacht.
Salzstreuer damit. Ja, so, hier sind mal Kronkorken als erstes in Truhen drinne. So, was ist das? Warum nehme ich Taschen mit? Also, wenn ich die Wesen nutzen könnte als Taschen. Beziehen. Guck mal, ob mir überhaupt gibt eine Notlampe. Warum nehme ich das überhaupt mit? Warum nehme ich das überhaupt mit? Oh, der hat einen üblen Tod erwischt. Stirbt und dann wird seine Haut verbrannt. Über dem offenen Feuer. Oh. Okay, ich sehe aber gerade, wir haben wieder unser Pensum erreicht. Hier ist schon alles erledigt, okay. Dann würde ich sagen, ich beende die Partie und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allen fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.